Salam, Bruder. Guten Morgen, wie geht's dir? Gut. Auch, danke, Bruder. So, jetzt fahren wir mal. Wie immer sind wir spät dran. Verkehr sieht dafür gut aus heute. Ist irgendwie nicht so voll wie sonst. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen. Ganz kurze Frage, von welcher Seite kommst du? Weil ich glaube, wenn du von der rechten Seite kommst, dann kannst du auch mal... Dann brauchst du nicht den ganzen Weg gehen, weißt du? Oder kommst du aus der Richtung? Bruder, passt. Ich komme jetzt einfach dahin, wie du gesagt hast. Mann, was geht ab? Alter? Alles gut? Nein, Bruder, wir kommen mit dir, weil wenn ich hier mitfahre, kostet mich das 200-300 Euro. Ich wollte mich gerade sagen, ich bin nur auf der Therapiestelle. Boah, Junge. Schon, das ist ein Monster geworden. Ja, aber haben das Footballspiel ein bisschen zugenommen. Was hast du vor? Willst du nach Amerika und Football? Nee, aber wir haben hier so eine neue Liga auch gemacht. Ihr wart immer wieder in Schweden eigentlich, die? Nee, Bruder, geplant ist das aber. Ja, das war richtig. Das war echt eine geile Zeit, Bruder. Ja. Ich weiß noch, ich bin abends ins Bett gegangen. Ja, Bruder, ich bin ins Bett, ganz normal noch. Ich habe mir so geplant, am Montag zu trainieren erst. Und du hast mir spontan gesagt, komm, Bruder. Stimmt. Ja. War nicht irgendwas vorher bei dir? Du wolltest doch erst mal. Ich wollte erst mal langsam anfangen. Ja. Du hast mich da nach Schweden mit Jungs um Leben und Tod prügeln. Digga, direkt um 9 Uhr morgens, direkt erstmal Profi-Eschsparing mit dem nur ich sehe doch Leute auf der UFC. Ja. Boah, ist offen, perfekt, weil normalerweise erst auf Mittwoch 30. Guten Morgen. Was geht los? Oh, endlich. Er hat mich endlich mal hier gefangen. Geht's gut? Danke, alles gut. Mein Gott, okay. Geht's dir gut? Siehst du gut? Alles Ivan Drago, hast du da gespielt? Hast du den Kantschein? Aus dem Film Rocky? Nicht? Echt? Was du glaubst? Eine Sekunde. Ey, wo kann ich mich? Also, hier rein, ja. Wann fangen wir an? 11:30 Uhr. Auch ganz entspannt. Ey, ist heftig, ja. Ich schwöre, das ist nicht normal. Aber ich hatte dich ja schon mit 100 so gesehen. Ja, schon, das ist nochmal 30 wert. Aber die brauche ich fürs Football. Ja, aber mit ihm. Mit ihm halt, ja. Die, wenn du willst, können wir auch schon. Ja, das ist richtig. Mit Umziehen meinte ich eigentlich auch nur Schuhe anziehen. Bruder, Alter, was ist das hier? Ja, Digga, hast du die Knospen dafür? Okay, das ist schon mal, gut, eine, ne? Eine gute Basis. Ja. Ja, stark. Wie lange rutschst du schon? Zu lange. Ich habe 30 Meter angefangen, jetzt bin ich 30. Ach, stark. Den WWC Knockout des Jahres letztes Jahr gab. Ja. Stark. Das ist stark. Der ist mich nicht. Also ich habe leider keine Ahnung. Er war ja auch dabei beim Kampf. Jetzt musst du die anderen Sachen deinen Fight IQ anpassen können, damit dein Kopf dem Körper sagen kann, was er tun soll, und der Körper kann das machen, was er tun soll. Weißt du? Und vorausgesetzt, dein Körper ist fit genug da. Genau, ja. Das muss sein, quasi als einer. Aua. Arbeiten wir jetzt. Was machst du eigentlich? Du bist doch gar kein Sportler.
Control. Precision beats power. Das erste Mal, als ich wieder Sparring mache hier. Hast du also trainiert, ne? Ja, ich war hier die letzten Wochen. Ja, gut. Ja, also nicht immer, weil ich habe jetzt manchmal Online-Seminar. Boxing and high kicks, and the other one only boxing. 1.5 minutes, then change. Perfect. Perfect.
position. Du brauchst Wettkampfsparring, dass du fühlst. Aber du brauchst auch Techniksparring. Weil bei Wettkampfsparring kannst du nichts lernen. Das ist nur überleben, ne? Und zurückgeben. Bei Techniker kannst du ausprobieren Sachen. Korrekt? Ja. Und wenn einer 100% macht, oder? Und dann im Kampf bist du auch so ruhiger, ne? Ja. Du kannst beides ist wichtig, ich finde. Nur hart geht nicht. Aber nur weich geht auch nicht. Du musst beides machen. Zwischen, du musst manchmal hart machen, manchmal weich. Jetzt ist zum Beispiel Techniker Sparring. Ja, wer weiß, warum das schwierig ist. Also einfach in den Monat verloren. Ja, ich war verletzt. Ja. Gute Einheit beendet, heute ist Dienstag, heißt immer wieder bei uns technische Übung erstmal, entweder am Samstag oder am Mann arbeiten und dann zum Schluss Sparring, heute war 3 Runden Kickboxen und ich glaube 4 Runden oder 3 Runden hätte ich bestimmt. Gute Einheit gewesen, ja. Stark. Ich möchte auch was sagen zur Kamera. Und wenn das nicht reinkommt, dann hat der Verbot für immer. Das heißt, hey, nicht mehr einmal die Woche kommen zum Training, wie es jedes Mal. Okay? Hast du gehört? Ist auf Kamera jetzt drauf. Okay, ab heute. Welche Datum haben wir heute, Islam? Wir haben heute Dienstag, den, warte. 31. Ab dem, heute, ab dem 31. August. Genau, auf jeden Tag zum Training kommen. Disziplin. Nicht mehr zweimal, dreimal auf jeden. Den kann man leicht melken. Du bist auch ein Kandidat wie Islam. Bruder, aber ich trainiere, weißt du, wenn ich nicht komme? Lass mal diese Undercover-Training. Ich bin mal Boxen oder so. Lass mal diese Undercover-Instagram-Training. Verdammt. Trainieren, wenn ihr hier trainiert, das ist der Tipp. Oder wenn ihr gut trainiert, aber dann schickt ein Video, gut trainiert. Ich bin ein oder nichts von dir. Unter 40 Minuten ist das Telefon. Okay, das ist gut. Bei Armin, das ist gut. Mit dem Armin, das ist gut.